Willkommen zurück in Judgment auf der PlayStation 4 Pro. Ich habe im Livestream die Demo gezockt, weil ich sehen wollte, ob das Spiel was taugt. Und habe mir dann nach dem Livestream direkt das Spiel gekauft. Ich denke, das ist Antwort genug. Grafisch ist das Spiel top, Gameplay-technisch ist es top, Story-technisch ist es top. Insgesamt einfach bisher ist es top, es macht einen richtig guten Eindruck. Ich habe schon lange kein Spiel mehr gespielt, das einen so guten Eindruck macht auf mich. Und die Demo ist schön lange, also das ist richtig schön gewesen. Ich habe im Livestream war es über eine Stunde und konnte da die Demo zocken. Und in der Demo kann man nicht diese Nebenquests machen oder halt auch jetzt in den Gaming-Bereich gehen, wobei es jetzt hier ist ja schon die Vollversion, aber wir können es hier noch nicht machen, weil wir in der Story noch kurz fortfahren müssen. Oh, das sind wieder Straßenschläger, dann können wir uns mal wieder ein bisschen warm machen. Bisschen üben. So, ich übe ein bisschen das Gegner anvisieren. Oh ja, ja, die Animationen sind sehr, sehr gut gemacht. Das Kämpfen macht sehr viel Spaß, er kann sehr viel. Und er kann auch zwischen den Kampfstilen switchen, also zwischen Kranich-Stil und Kung-Fu-Stil, also Tiger-Stil, beides Kung-Fu. Und das macht er richtig gut. Kann auch interagieren mit Objekten in der Umgebung. Und kann auch die Gegner interagieren mit den Objekten in der Umgebung. Ich würde es zum Beispiel auch aus Sleeping Dogs kennen. Aber auch in der Yakuza-Reihe ist das natürlich auch schon so. Da war das auch ähnlich. Gerade in den neueren, da ist das natürlich auch limitiert. Und dadurch, dass, dass das Spiel hier auch direkt von den Yakuza-Machern stammt, ist es natürlich kein Wunder, dass das natürlich auch entsprechende Anleihen hat. Und das ist gut so. So, switch mal den Kampfstil. Kann ich denn schon switchen? Ja. Digitalpeil unten. Ja, und das Kämpfen lohnt sich. Man kann den Kämpfen aus dem Weg gehen, man muss nicht kämpfen, man kann auch einfach abhauen. Aber es gibt uns halt SP und mit den SP können wir wohl Coupons holen, mit denen wir dann wiederum in dieser Kamudo Go dann entsprechend dann auch hier nochmal was mitmachen können. Und wir sehen auch hier in den einzelnen Bereichen die ganzen verschiedenen Shop-Missionen. Ja, das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir innerhalb eines bestimmten Restaurants die Gerichte uns holen müssen, essen müssen, dürfen oder halt eben hier in so einem Baseball Center, hier Betting Center, bestimmte Herausforderungen abschließen. Dann gibt es innerhalb der Stadt gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um hier dann SP zu erlangen. Aber das werden wir uns jetzt einfach angucken. Wir spielen einfach das Spiel und werden erkunden und schauen, was uns hier in Judgment alles so geboten wird. Wir bringen jetzt erstmal unser Geschenk mit. Yo, Saori-san. Kore Dorayaki ne. Genteimon datte. Genda Hōritsujimusho wa ore no furusu da. 3 nen mae ni yamete irai.顔ぶれは少し変わった。どうも、八神さん。星野君、どう？ここはもう慣れた？ええ、皆さんよくしてくれるんで。優秀なんだろう？司法試験でもトップクラスだったって？ならもっと大きな事務所でもいけたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、八神。 源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？夕方から見てねえな。まあちょうどよかったじゃねえか。顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。 お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか尊敬する兄弟子ですよ。それをバカにするなんて。
うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あ？Hat sie schon aufgegessen? あれ？全部言っちゃった？Ja, das könnt ihr so essen. So, die Persönlichkeiten haben sie auch sehr gut gemacht. Und ja, die Personen wachsen einmal ins Herz direkt. そもそもお前いつまで探偵なんか続けんだ？こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金で取り立てが探偵の仕事か？まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう、何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ八神。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか？ありませんね。どうしてもかよ。見てください。俺のこの目。うん？こいつは人が善人か悪人か、まるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。仕事ないですか先生？暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです、はあ、離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか？いいですね、もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。了解です。 Wunderbar. Haben wir einen Auftrag. Genda 法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。ん？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ、うちにそんな案件あったか？いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？そうです、バーテンダー。バーテンダー、そう、グッド。 OK, wir quatschen aber nochmal mit ihr. 新谷先生が Er kann auch Beziehungen eingehen. Ich weiß noch nicht in welchem Ausmaß, aber ich mag die Tante, schön nerdig und isst gern Süßes. Wunderbare Kombination. Nerd Girls. So, geht zum Tender. Ja, würde ich gerne machen. Ich würde aber auch gerne mal hier Minigames zocken. Kann er noch nicht. Das Children's Park. Kamuto Theater, Raucherbereich.
Die ganzen Hangout-Spots. Das werden wir uns alles noch im Detail angucken. Ein Stückchen weit weg. Das bedeutet aber, wir können hier vielleicht mal im Club Sega noch mal vorbeigucken. Vielleicht können wir jetzt schon rein. Springt er eigentlich von alleine drüber? Ja, tatsächlich. Da, Club Sega. Lass mich rein. Ich darf noch nicht. Das ist da oben. Yes! Ja! Das Paradies! Hier haben das Paradies. Das Schöne ist, ihr könnt auch zu zweit könnt ihr Minispiele machen. So, wir gucken uns jetzt mal die Space Games an. 100 Yen pro Runde. Ja, natürlich. Schön günstig. Genau, die Arbeit kann warten. Hallo, wir haben hier Sega-Club. Da wird erstmal gezockt. So, und kriegen wir direkt hier Schnellfeuer zu. Schnellfeuer schießen, Bildschirmoption, Harrier bewegen. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Guten alten Sega-Games. So, mit 3 kann ich einwerfen. Zu geil. Mit L1 kann ich sogar hier Bildschirm strecken, stretchen. Und wir haben sogar verschiedene Interpolationen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Substantiv ist von Interpolieren. Zu geil. Ich liebe Sega einfach. Ich war damals sehr traurig, als Sega Konkurs angemeldet hat, zumindest im Hardware-Bereich. Aber die positive Auswirkung war dann, dass Sega sich komplett auf die Software konzentriert hat. Und deswegen können wir jetzt auch auf einer Sony-Konsole eben auch Sega-Games zocken. Was ich persönlich schon sehr feiere, die Entwicklung. Ich muss ja sagen, böserweise, nimmt es mir nicht krumm, fände ich im Nintendo-Bereich auch nicht so schlecht. Ich liebe Nintendo und ja, es wäre schräg, aber man gewöhnt sich dran. Aber mir ist Nintendo Hardware und Peripherien alles viel zu teuer. Ich habe zwar eine Nintendo Switch und Wii U und so weiter, aber überlegt euch mal die Möglichkeiten, wenn Nintendo nur noch Software produziert für den PC, Xbox One und für die PS4. Göttlich. Zelda auf der PS4 Pro zocken oder auf dem PC. Wäre natürlich sehr geil. Ihr seht schon, die ganze Episode werden jetzt nur Minigames gezockt. Stage 2. Guten alten Arcade Games. Und ihr könnt es mit Digitalpad spielen oder mit Analogstick, also es geht beides. Boom. Das war's. Also nicht das Beste vom Besten, aber ist ja nicht schlecht, wenn wir steigen können. Ja, gute alte Namensauswahl. Ah, geht ja endlos weiter, weil ich jetzt weiter gedrückt habe. Wie stoppe ich das? Läuft aber weiter, ich mache aber hier. Egal. So, verlassen wir das. Wie mache ich das? Hier, Touchpad, Minispiel beenden. Ja, wirklich beenden. Wir gucken uns noch mehr an. So viel Zeit muss sein. Jetzt muss erstmal wieder laden, nachdem wir hier das 8-Bit-Game verarbeiten musste. Das müsste man ein bisschen besser gestalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel Ressourcen braucht. Ja, so ein kleines Minigame dann noch parallel zu zünden. Aber das Spiel ist auch erst seit dem 25.06. draußen.
Das heißt, da können bestimmt auch noch einige Updates kommen. Ich habe noch gar nicht geprüft, ob es überhaupt schon Versionierungen nach der Release-Version gab. Also Space Harrier, immer Motor Raid. Die gibt es jetzt natürlich nicht alle. Die erweiterten Space Harrier. Ich bin mal gespannt, ob in jedem Sega-Club dieselbe Auswahl an Spielen ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt verschiedenste. Ich meine, Sega hat ein riesiges Line-Up. Bottle Break Zero. Und da haben wir auch nochmal. So, das geben wir uns jetzt. Darts Live. Ja. Unbedingt. So, bestätigen, werfen. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Das Cricket Count Up. Wir fangen mal bei 1 an. 301 spielt von oben nach unten. Also wer noch nie Dart gespielt hat. Das ist so eine der Standards. 301, 501, 701. Gehen wir doch mal, versuchen wir gleich mit dem Triple 20. Oh. Das ist ja die höchste Zahl, die ihr erreichen könnt. Bullsauge hat nur 50, Triple 20 eben 60. Ah, fast. Yes, so, oh, Triple 15, okay. Das sieht auch gut aus. Ah, ganz knapp daneben. Ich muss aber mit dem Analogstick hier das tarieren und parallel dann halt eben auf den Balken achten. So ein bisschen wie mit einer Sniper. Ja, super. Triple 1 war nicht so rund. 3 von 5. Ah, jetzt habe ich gepennt. Na gut, auch nicht schlecht. 18. So, nur 85. Vielleicht schauen wir es ja, bevor 5 Runden rum sind. Wobei ich kann mit Triple 20 jetzt gar nicht gut ausspielen, aber. Runde 4. Da spielen wir noch ein Bullseye. Oh, Bullseye ist gar nicht so einfach. Ah. Bullseye ist, fällt mir schwerer als Triple 20. Mit Triple 20 brauche ich jetzt nicht mehr spielen, dann sind wir drüber. Man muss die Null dann am Ende genau treffen. Boah, die Mitte ist echt. Was? Wie Double Kill? Wieso? Gibt eigentlich 50 oder gibt es in Japan mehr als 50, wenn man das macht? Na, ich schaff die Runde glaube ich nicht. Wobei, jetzt Triple 20 und dann sitzt es. Ah. Das war's. Schade. Aber fast geschafft. 20 Stats, 625. Aber das werden wir uns natürlich. Das gleichen wir irgendwann mal noch aus. Das ist klar. So, das hat gar nicht so lange geladen. So, können wir jetzt hier eigentlich was trinken holen? Nee. Ja, Virtua Fighter. Das Schöne ist, wir können auch in die Ego-Perspektive gehen. So,
So. Mal kurz ein Selfie. Und den Gesichtsausdruck ändern. Auch gut. Und wir können die Dinger auch noch speichern. Sehr schön. Okidoki. Ja, das war es jetzt in der Episode. Ihr seht, man kann sich auch hier schön ablenken. Es geht hier noch viel mehr. Man kann auch Beziehungen pflegen und so weiter und so fort. Da geht auch viel, viel mehr. Und in den nächsten Episoden geht es natürlich weiter in der Story, aber auch in der Welt von Judgment selbst, um zu gucken, einfach, was können wir alles machen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Konnichiwa.